Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich habe den Speicherstand wieder geladen, weil ich will gucken, ob jetzt eine andere Szene kommt als mit Anshi. Oh, ja komm. Stimmt, das musste ich ja auch alles skippen, da war ja was. Monokuma? Ja. Bla bla bla. Was du zu sagen hast, ist mir scheißegal. So, Love Key. Ja, 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 ja. So, jetzt werde ich mal gucken. Ich werde mal gucken, ob jetzt nochmal Anshi kommt. Danach werde ich noch einmal laden. Und wenn dann wieder Anshi kommt, dann weiß ich, es kommt nur Anshi. Also wahrscheinlich ist das pro Run immer unterschiedlich. Ja, machen wir. Kaito. Okay, es kommt immer wieder wer anders. Heißt das, ich habe jetzt das mit Anshi gespeichert? Nee, oder? Ich glaube, in dem Part wird nur die Love Suite gezeigt, weil ich will wissen, wer da sonst noch alles kommt. Wahrscheinlich nur die Überlebenden, das wäre scheiße, weil dann kommt Kirumi nicht und Kaede auch nicht. Okay, den Text kenne ich schon. Was für eine Art Fantasie hat Kaito wohl in Gedanken? Ich bin nervös, aber ich möchte es wissen. Ha, ich bin überrascht, dass du nicht weggerannt bist mit dem Schwanz zwischen deinen Beinen. Hä? Jeder von uns hat jetzt 99 Siege bis jetzt. Also das hier wird den wahren Gewinner ja, entscheiden. Nun, lass es uns hier und jetzt enden. Warte, was? Das ist, was Kaito im Gedanken hat? Was für eine Art von Rolle soll ich in diesem im Spiel seiner Fantasie denn genau übernehmen? Wir haben jeder 99 Siege? Was für eine Art von Wettkampf ist denn das? Was? Blickst du nochmal zurück auf die Dinge vor dem endgültigen letzten Kampf oder so? Das erste Mal, als wir uns getroffen haben, das war im Himmel. Im Himmel? Ich, Kaito Momota, Leuchter der Sterne, habe beschlossen, dass bevor ich das Universum erreiche, werde ich den blauen Himmel erobern. Und da warst bereits du! Ich war da? Was für eine Welt... Weil was in der Welt sollte ich denn da zu suchen haben? Wir wissen nicht mal unsere gegenseitigen Namen. Während unseres ersten Flugzeugrennens. Ah, ich verstehe. Wir sind wohl Piloten oder so. Kaitos Fantasie. Exzentrisch. Achso, Kaitos Fantasien sind wohl so exzentrisch wie er selbst. Das war der Anfang eines hitzigen Kampfes, wer der schnellste und coolste war. Aber ich hätte niemals im Traum gewagt, dass ich so lange gegen dich kämpfen würde. Also, wir haben beide jeweils 99 Mal gewonnen in diesem Himmelsrennen. Und das nächste Rennen wird wohl den endgültigen Sieger entscheiden. Ja, so... So ziemlich. Innings. Innings. Innings heißt gar nichts. Was? Also, der Inning, Spielzeit. Ach so, Spielzeit, sagt er. Ja, da gibt's noch eine... Ach so, es gibt keine weitere Spielzeit, weißt du? Ja, das ist es. Kaito,
Ist etwas nicht in Ordnung? Es ist nur, um ehrlich zu sein. Es fühlt sich so an wie eine Verschwendung, dass wir das alles, dass wir unsere ganzen Kämpfe jetzt zu Ende bringen. Ich wünschte, diese Tage könnten für immer dauern, weißt du? Kaito. Was? Was, wenn wir wirklich für immer Rennen veranstalten? Ich bin mir sicher, einige Rennen würden auch Spaß machen. Andere wären schlecht. Aber eines weiß ich bestimmt. Wir würden beide immer wieder, ja, sie genießen, gemeinsam. Ich fühle genau gleich, Kaito. Ich liebe es, mit dir zu fliegen. Es ist so wie, selbst wenn wir Rivalen sind, unsere Herzen sind eins, genauso wie jetzt. Aber ein Weg oder ein anderer, es wird doch beides zum selben Ziel führen. Dieser Himmel, den wir gemeinsam durchflogen haben, war doch gar nicht so schlecht. Aber meine wahre Bestimmung ist nun mal das Universum. Ja, das ist recht, Kaito. Was ist mit dir, Wofür... Ja, fängst du Feuer, Mann? Das könnte immerhin unser letztes Rennen sein. Achso, nee, das wird unser letztes Rennen sein. Komm schon und gib mir alles, was du hast. Ja, du hast recht. Es ist das. Ah. Ich weiß nicht, ob ich darüber aufgeregt sein soll, aber... Es ist nicht so, als ob wir wirklich fliegen könnten. Nein, du verstehst es nicht. Was? In einem Herzschlag fand ich mich selbst plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Seine Präsenz überwältigte mich. Willst du wirklich so ins letzte Rennen reingehen? Kaito schrie und... Achso, er schlug seine Faust in die Wand, nahe an meinen Kopf und starrte mir direkt in die Augen. Was ist los? Warum gibst du mir so ein Determinate? Entsetzt? Nee. Determinate. Bestimmt. Warum gibst du mir so einen bestimmten Blick? No. Kaito, du... ich hab... Ja, nur spärlich... nur schwer... konnte ich seinen Blick treffen. Er fühlt sich so nah an und... blickte auf mich herab. Und das ist es, wie ich mir... Achso, und in dem Zeitpunkt erinnerte mich daran, wo ich war. Und... Kaito, tritt ein bisschen zurück. Meine Augen blickten durch den Raum, fokussiert auf das seltsame Bett hinter ihm. Nee, oder? Ich war gefangen in dieser Fantasie, dass ich vergessen habe, dass ich das... Achso, ich hatte quasi für eine Minute vergessen, dass ich in dieser Fantasie gefangen war. Aber mit Kaito so nah an mir dran, in einem Ort wie diesen, das ist schwer, hier ruhig zu bleiben. Nein, ich werde garantiert nicht zurückweichen. Was? Denkst du wirklich, ich tue, was du sagst? Ja, alles andere als zurückweichend war sein Gesicht jetzt Inches von meinem entfernt. Du bist... Achso, jetzt gibt's ja Sprachausgabe, okay. Ah, du bist der Erste. Ich weiß, dass solange ich hier bin, bin ich Kaitos Ideal. Und so, ich verstehe, Kaito. Ich halte den Schlüssel zu deinem Herzen, aber... Well, I guess you wouldn't understand.
no way you feel the same. Anyway, it's not like me to start babbling like this. Taito, genau. Kaito beging einen schnellen Schritt zurück. Exhaled. Okay. Ausgeatmet. Komische Wörter verwenden die. Ich habe einen tiefen Atem ausgeatmet. Den, wo ich nicht realisiert hatte, dass ich ihn anhielt. Listen up, Shuichi Saihara. If I win, there's something I gotta tell you. Something you have to tell me? Könnte das bedeuten? Now that it's been decided, I wanna hurry up and say it already. Let's go. Kaito, beging sich Richtung Ausgang und ich eilte ihm hinterher. Wenn er mir etwas sagen will nach dem Rennen, dann... Es ist nicht etwas, das ich ihm fragen kann. Er muss es mir von sich selbst sagen. Alles klar, ich werde gewinnen! So, dann kann ich es dir endlich sagen! Nur okay? Du musst sagen, ich werde dich verlieren, oder... screw you, betrüg dich, oder wie auch immer. Ja, nun, ich plane nicht, ich habe nicht geplant zu verlieren. Ich war nur... Ja, verwundert wegen dem, was du mir sagen willst, Kaito. Habe ich nicht gesagt, ich werde gewinnen, also... Triff mich mit allem von deinem Trash-Talk, das du hast. Alles klar? Was für ein Durcheinander. Und so, wir zwei Aviators. Flieger. Und so, wir zwei Flieger starteten zum letzten Rennen. Gemeinsam. Wie geil ist das denn? Moment, habe ich da rechts im Hintergrund so ein Domina X gesehen? Was sagt er jetzt? Ah. Na gut, das kriege ich immer wieder. Das macht ja nichts. Was sagt Shuichi jetzt? Denselben Text nur im statt... Oh, ihr schon wieder. Selben Text statt Anshi Kaito? Ist bereits morgen... Kaito, war es ein Traum? Ja, es war ein Traum. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich den Part über machen werde. Wir werden das jetzt ein paar Mal machen. What the fuck ist das denn? Das war doch das hier, oder? Oh Mann, wie geil. Oder ich will zumindest noch eine Frau haben. Oh. Ja. Oh nein, jetzt muss ich das ganze Training auch wieder machen. Warum starte ich nicht einfach bei der Suite? Wäre ja intelligenter. Aber müsste ich wieder rumschneiden. Vielleicht mache ich es so, dass ich jedes Mal das hier rausschneide und immer vom Monokuma starte. Wobei, wenn ich es noch einmal mache, wer weiß. Schauen wir mal, wer als nächster kommt und dann... vielleicht mache ich das hier den ganzen Part lang, wobei, wenn das Gespräch lange dauert, dann kriege ich in diesem Part noch zwei, maximal drei Personen rein. Ja, mach 1000 Liegestützen. Einfach so wie aus dem Nix. Dann werde ich mal schauen, dass ich in diesem Part vielleicht nur zwei oder drei Leute reinkriege und dann werde ich immer wieder das hier rausschneiden. So dass man immer bei Monokuma startet. Oder beim zur Auswahl, ja, möchtest du einen Liebesschlüssel benutzen? Das ist, glaube ich, noch besser. Weil dann überspringen wir den ganzen Scheiß hier auch. Ja, dann werde ich das so machen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Halt die Fräse, Bärchen. Okay. Gut, also ich glaube, dann werde ich jedes Mal hier starten.
wenn keine anständige Person kommt. Schauen wir mal, wer kommt. Na, Kibo, oder? Ich hab's schon gesehen. Ja. Ich muss jetzt schon lachen. Aber ich will eine Frau wenigstens haben zum Schluss noch. Okay, den Text kenne ich. Aber haben Roboter überhaupt Fantasien? Shuichi, ich habe einen Gefallen, um den ich dich bitten muss. Bitten möchte. Es ist peinlich, aber du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ja klar, was für eine Art von Gefallen. Nun. Warum lache ich? Ich bin doch dämlich. Da gibt's nichts zu lachen. Das finde ich irgendwie lustig und schön gleichzeitig. Aber wenn ich diese ganze Szene hier freischalten kann, beim, keine Ahnung, Schulmodus oder wie das hier auch immer heißen mag, dann werde ich das auch machen. Und ich werde auf jeden Fall Kaede. Oh, Kaede. Möchtest du ein romantisches Paarband mit mir bilden? Ein romantisches Paarband? Ich habe erwartet, dass einige Leute diese Art von Fantasien haben. Aber nicht Kibo. Aber irgendetwas ist hier nicht so in Ordnung. Der Fashion, Verbindung. Er hat nicht nach einer Verbindung oder einem Date gefragt. Aber ein Paarband? Seltsam. Wie du sehen kannst, bin ich ein Roboter. Und ich bin nicht davon beschämt, aber ich habe, naja, nicht so die Erfahrung mit dem Gefühl der Liebe. Selbst, ja, Menschenkinder haben schon mal Liebe gefühlt. Willst du damit sagen, du möchtest deine, ja, Experience, Erfahrung, du möchtest deine Erfahrung mit Emotionen, im Moment, you want, achso, du möchtest diese Emotion mit mir erfahren? Yes. Menschen sagen oft, dass die Liebe das wertvollste, wundervollste Gefühl der Welt ist. Ich auch wünsche, also ich ebenfalls wünsche, diese Erfahrung mit der Liebe zu machen. Möchtest du mir dabei helfen? Also würdest du mir bitte dabei helfen? Ah, so. Du möchtest also, dass ich dein Lover spiele, oder Kibo? Ich denke, ich kann das tun. Das ist mehr lustig als... Wie geil ist das denn? Natürlich. Wenn wir das machen, dann müssen wir es auch ernst machen. Warum bist du so überrascht? Einfach nur durch diese, ja, Motion, ja, durch dieses ganze hier durchgehen wäre unehrenhaft. Also das alles hier einfach so über die Bühne zu bringen, ohne Emotion, wäre unehrenhaft. Okay, danke dir. Bedingungslos. Wir müssen uns gegenseitig bedingungslos lieben. Wir müssen uns gegenseitig komplett verstehen. Wir müssen auf Dates gehen, gemeinsam zusammenwachsen und dann müssen wir, ja, unsere Leben miteinander verbringen. Wart mal eine Minute. Oh, habe ich zu viel gesagt? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Hast du... Ist das nicht ein bisschen lang für einen Gefallen? Aber das ist doch nicht falsch von mir, oder? Oder denkst du vielleicht, das ist der einfache Weg, die Liebe mit jemand anderem zu fühlen?
Nein, das ist es nicht. Was ich versuche zu sagen ist... Dann bitte nimm mich. In Krankheit und Genesung. So dass ich wirklich erfahre, was Liebe bedeutet. Alles klar, er geht zu schnell ran. Ich muss ihn ein bisschen beruhigen. Aber Kebo, magst du mich denn wirklich so sehr? Ich möchte keine Beziehung, die auf Lügen basiert. Aber nun... Naja, das fühlt sich jetzt ein bisschen seltsam an. Ich möchte nicht hören, dass du das sagst. Ich möchte dich eigentlich nicht lieben. Kebo? Ich entschuldige mich, falls ich... dich dazu bringen wollte, eine unehrenhafte Beziehung mit mir einzugehen. Ich dachte einfach nur, du wärst die einzige Person, die ich nach so einer Art von Gefallen fragen kann. Ich konnte das nun mal niemand sonst fragen. Ich möchte einfach nur, dass du das weißt. Ist das wahr, Kebo? Es tut mir leid. Ich hätte niemals deine Gefühle verurteilen sollen. Nein, ich verurteile dich nicht für dein skeptisches Verhalten. Mein Verhalten war einfach nur nicht... Also mein Verhalten war taktlos. Okay. Also Überreaktion heißt das, glaube ich. Also, nee, Übereifer. Ja gut, Überreaktion, Übereifer. Es ist offensichtlich, dass mein Übereifer für Romantik nur... Was habe ich gerade... Ich habe es doch gerade geschrieben. Hohn? Verachtung. Dass der nur Verachtung erntet. Hey, nun... ich habe nicht Nein gesagt. Wirklich? Ich habe keinen Plan für die Zukunft, aber ich weiß, dass ich dir helfen will, Kebo. Oh, scheiße. Kann ich das mit Mio auch? Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit Liebe. Aber ich weiß, ich kann ihn einfach nicht abweisen. Ich streckte meine Hand aus und Kebo streckte seine aus. Weaver. Köcher? Moment, gibt's da auch eine andere Übersetzung dafür? Also zittern. Die Roboterhand zittert nicht. Hey. Kebo, ist das ein Händedruck? Achso, das ist ein Händedruck. Oh, das stimmt. Liebenden halten doch Hände in einer etwas anderen Art. Aber ich bin immer noch nervös. Wäre es in Ordnung, wenn wir so noch ein bisschen bleiben? Ja, natürlich können wir. Seine Hand.
So, seine Hand sollte sich eigentlich kalt anfühlen, aber irgendwie fühlt sie sich warm an. Oh Mann. Ja. Ja, das kenne ich schon. Verpiss dich. 25 Minuten. Ich glaube, 2 Szenen kriege ich noch rein. Ja, ja. Morning, Kibo, Dream. So, ich werde wieder einen Schnitt machen und ihr seht mich dann wieder, wenn es heißt, ja, willst du jetzt den Schlüssel nutzen? Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mir gedacht, verdammt, wenn jetzt Kaede noch die Protagonistin wäre, das wäre der Hammer. Aber nein, die Entwickler mussten ja so eine Scheiße machen. So, schauen wir mal, wer jetzt kommt. Ich bin gespannt. Oh, wie ein Kind, das eine Überraschung eröffnet. Ja. Kann ich abhauen? Nee, schon wieder Angie. Ich schneide das raus und wir sehen uns gleich wieder. So, wieder hier. Wie gesagt, ich will noch 2 Figuren haben, um jeden Preis, und 2 neue. Und darunter muss eine Frau sein, mindestens. Sonst mache ich weiter, bis ich eine Frau dann habe am Ende. So, wer ist es? Oh. Scheiße, warum der? Warum von allen Leuten der? Na komm. Scheiß, Mann. Oh. Kokichis Fantasie. Ich kann mir schon vorstellen, wie wahnsinnig das wird. Oh Mann, es ist schon eine Weile her, seitdem ich in so ein Problem wie dieses hier geraten bin. Problem? Mich an einem Ort wie diesen hier gefangen zu halten. Das ist genau, ja, das ist sehr typisch für dich, Mr. Detektiv. So, ich bin also immer noch ein Detektiv in seiner Fantasie. Ich nehme an, dass ich ihn verfolge. So, Supreme Leader, das heißt, er ist ein Verbrecher. Oder? Ja gut, er ist logischerweise ein Verbrecher. Aber ich werde dir nicht sagen, wo ich das gestohlene Juwel versteckt habe. Folter wird bei mir nichts wirken. Verstehst du? Ich werde dich nicht foltern. Was glaubst du eigentlich, was ein Detektiv genau macht? Du planst, ja, böse mit meinem Körper umzugehen, oder? Und genau aus diesem Grund ist auch das Bett hier, hä? Also tying, festbinden und roughing. Vierteilen? Du planst mich zu vierteilen? Ih. Nein, nein! Du verstehst was alles falsch. Hä? Aber passiert sowas nicht mit einem Phantomdieb, der geschnappt wird? Ein Phantomdieb? Aber weißt du... Kinks. Knicke. Aber die Musik hier ist auf einmal nicht mehr so fröhlich. Aber wenn du so ein paar verrückte Knicke hast, dann werde ich wohl wahrscheinlich auch nicht dazu in der Lage sein, diese auszuhalten. Ich sag, du verstehst das alles falsch. Nein, warte eine Minute. Ich sollte nicht mit ihm diskutieren. Ich bin in Kokichis Fantasie. Ich sollte mich beruhigen und einfach mitspielen. Alles klar, also Kokichi. Kokichi ist ein Phantomdieb, nicht wahr? Ich werde nichts mit dir machen. Von hier an bist du nur mehr ein Problem für die Polizei.
Wenn du versuchst, mich umzustimmen, damit ich dir irgendwie eine Chance zur Flucht gebe. Keine Chance, Kokichi. Oh, ich hab's bereits herausgefunden. Ich hatte eigentlich vor, dich mit mir machen zu lassen, was immer du willst. Weil ich dich ja liebe, Shuichi. Aber wow! Du hast dich sogar an meinen Namen erinnert. Research. Du hast sogar nach meinem Namen nachgeforscht. Meine Identität ist, ja, dir offen und nackt gegenüber. Nur für deine Augen. Kokichi, hast du mich Shuichi genannt? Ja. Ja, nun, nach deinem Namen zu suchen war, ja, eine Kleinigkeit. Ah, ich bin also keine andere Person hier. Bin ich und ich bin ich und Kokichi ist Kokichi. Ich weiß, es sollte eigentlich seinem Ideal entsprechen. Aber selbst wenn er mich sagt, dass er mich liebt, ich kann mir nicht helfen, außer zu denken, dass er eigentlich das Gegenteil meint. Du wirst wohl nichts tun. Dann werde ich es wohl. Und bevor meine Gedanken überhaupt eine Chance hatten, sich darauf vorzubereiten, Kokichis Grinsen, ja, war über mir oder so. Ja, hey! Reflexartig trat ich zurück. Ich hatte keine Idee, zu was er imstande war. Kein Grund, sich zu fürchten. Was denkst du denn, was ich mit dir anstelle? Ich bin einfach nur vorsichtig. Wir sind doch nicht wirklich Freunde, Kokichi. Oder sind wir das? Diese ganze Situation ist zu seltsam für mich, um, ja, als dass ich sie begreifen könnte. Diese Art der Unterhaltung. Achso, diese Art der Unterhaltung zu führen, macht es für mich nur noch schwerer, herauszufinden, warum ich überhaupt hier bin. Ah, sei doch nicht so kalt zu mir. Du hast doch so lange hinter mir hergejagt. Das, ja, dieses Stehlen, das, ja, nicht erregt, aber das finde ich langsam nicht mehr aufregend genug. Also das finde ich nicht aufregend, wenn du mir nicht hinterherjagst, weißt du? Oh, man. Fühlst du nicht dasselbe, Shuichi? Oder bist du gelangweilt davon, mit mir zu spielen, oder? Nun, ich sollte nicht sagen, ich würde nicht sagen. Nun, es ist mir egal, was du darüber denkst. Hm. Weil du ja nur das machst, was du auf du Lust hast, nicht wahr, Kokichi? Ah, bist du jetzt böse, weil ich mit dir gespielt habe? Mach dir keine Sorgen, ich denke immer über dich nach. Du versuchst wohl immer das Beste, um mich zu fangen. Ich muss wohl wirklich mal... Ich muss immer mein Bestes geben, um zu gewinnen. Du scheinst das alles wohl auch noch zu genießen. Für einen... Ja... In die Enge gedrängten Verbrecher. Ja. Weil dieses Spiel ja niemals endet. Shuichi. Oder noch nicht zu Ende ist. Hey, Shuichi. Was würdest du tun, wenn ich dir sagen würde, dass ich möchte, dass du mich fängst? Huh? It's true. Da ist ein... Ja, Transmitter ist so ein Sensor. Da ist so ein Sensor an meinem Körper. Also haben meine Freunde diesen Ort bestimmt bereits umstellt. Sieht so aus, als ob du der Einzige bist, der hier gerade geschnürt und gefangen ist, Shuichi. Das ist nicht möglich, richtig? Könnte es sein? Ich habe mich aus der Deckung locken lassen durch Kokichis Worte. Aber ich erinnere mich an unsere Rollen. Wait. Kokichi! Deine Lügen wirken an mir nicht. Oh, you're not shaken up at all. I thought you would be more excited. That's too bad.
I really wanted your eyes to be on me. I thought you didn't care about how I felt. That was a lie. You know, since I'm a liar. But when I said I wanted you to catch me, that was definitely not a lie. What do you mean? It means you can do whatever you want to me. And that's the truth. Come, play with me. Let's do a lot more together. Ach du Scheiße, was zum Henker. Kokichi trat auf mich zu. Und für jeden Schritt, den er nahm, trat ich ein zurück. Aber meine Füße berührten irgendwann das Bett. Kokichi. Aber Kokichi hörte überhaupt nicht auf mich. Er schubste mich hart aufs Bett. Kokichi, wait, wait! Just kidding. Did I get ya? What? Kokichi antwortete mir nicht und sprintete Richtung Ausgang. Kokichi, stop right there. Ich habe versucht, ihn zu fassen, aber meine Knie waren schwach, als ich aus dem Bett stürzte. Wir sind Todfeinde in dieser Fantasie, aber trotzdem, Kokichi konnte nicht gehen. Ich fing mich selbst. Wishing, also wünschend, er würde bleiben, bevor ich Smooth Raid. Verdammt, mein Hals, verdammt nochmal. Smooth Raid. Erstrickt. Also, wäre jetzt nicht in meinen Gedanken verstrickt, oder wie? That was pretty fun. See ya, Shuichi. I'll think of a more exciting game for next time. So make sure you excite me too. Kokichi drehte sich mir den Rücken zu. Mit einem... Was? Oh Gott. Ich glaube, mit diesen Szenen wird Osuma viel Spaß haben. Mit einem Blühen. Dann setzte er die Hand auf die Tür. Okay. Ich mach wieder einen Schnitt. Ja, ich schneid's raus, ihr wisst schon. Wer kommt jetzt? Miu? Hab ich richtig gesehen? Miu? Pfff. Toll, ich spuck voll das Mikro an. Ja, ich glaube, das hier wird jetzt die letzte, weil... Eigentlich habe ich mir gedacht, so ja, ich mach jetzt noch, bis ich Miu erwische. Und ich hab's erwischt. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich glaube, das wird schweinisch. Ja. Oh Gott. Wobei, das passt ja, weil Miu habe ich zuerst gedatet. Ja, also wird im Endeffekt Miu die Person sein. Mius Fantasie. Ich habe mich vorbereitet auf totale Absurditäten. Hey, Shuichi. Hä, was ist denn? Die Musik passt nicht zu ihr. Ich habe ein paar fun-fucking-tastische Nachrichten, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Weil wir ja Kindheitsfreunde sind. Scoop. Was Kindheitsfreunde? Achso, das ist wahrscheinlich die Rolle, die ich bei ihr einnehme. Scoop. Was ist Scoop? Schaukel. Ah. Ja, bekommst du einen exklusiven... Ja, Inside-Schaukel. Schaukel? Nee, Schaukelkurs? Nee, das stimmt doch gar nicht. Oder du darfst mich schaukeln? Was? Ich verstehe dich jetzt schon nicht mehr, Miu. Also fühlst du dich besser richtig fucking spezial. Okay. Ich sehe. Wir sind also Ich bin also ihr Kindheitsfreund in ihrer Fantasie. Deswegen ist sie so nett zu mir. Ich sollte auch nett zu ihr sein.
Wenn ich nicht vorsichtig bin, dann wird sie vielleicht aufwachen. Ach so, er schleicht sich in die Träume anderer. Ach so, ich verstehe. So, ja. Wegen der Neuigkeit. Was ist los? Warum ist sie plötzlich die ganze Zeit so still? Du? Hätte ich gewusst, dass das kommt, hätte ich hier auch eine Facecam aufgenommen. Aber okay, jetzt ist es zu spät. Ich könnte zwar jetzt separat das Programm nochmal öffnen, aber nee, jetzt ist der Part schon zu lang. Du kannst... Ja, have your way with me. Ich sag's frei heraus. Du kannst es mit mir treiben, wenn du willst. Ich kann was? Hast du mich nicht gehört? Du bist auch so ein Arschloch. Ich hab gesagt, du kannst es mit mir treiben. Ups. Sorry, bin versehentlich da dran gekommen. Ich hab gesagt, du kannst es mit mir treiben. Du verdammtes Arschloch. Nein, ich hab dich gehört. Es ist nur, ich verstehe nicht. Es ist nicht nur das. Achso, also warum? Es ist so plötzlich. Es ist nur, weil ich möchte dir danken, Shuichi. Mir danken? Und da dankt sie mir auf diese Art? Ich meine, welche bessere Belohnung gibt es für einen Mann? Als diese... Slamming. Ja, Slam ist hier schlagen. Also nicht schlagen, aber... Klatschen, umfallen. Als dieser... umwerfende... sexy Arschkörper von mir. Weißt du, was ich damit sage? No. Ich werde das letzte bisschen ignorieren. Also, wofür willst du mir überhaupt danken? What was that? Hä? Du weißt es wirklich nicht? Und du nennst dich selbst deinen Kindheitsfreund? Es tut mir leid, ich verstehe, ich weiß es nicht. Nicht lachen, okay? Okay. Alles klar, ich werde nicht lachen. Shout at me. Hast du mich angeschrien oder hast du auf mich geschaut? Shout at me. Ja. Ach so, Wand. Ja, ich habe das Wand nicht gelesen. Ja, dumm von mir. Du hast mich nicht angeschrien. Leave it to me. Natürlich habe ich. Natürlich würde ich das nicht. Keine Sorge. Okay. Ach so, sie meint, du wirst mich nicht anschreien? Seitdem wir Kinder waren, Shuichi, hast du dich immer um mich gesorgt, weißt du? Also, hast immer auf mich aufgepasst. Du hast meine Hand gehalten, egal wo wir hingegangen sind. Du bist immer an meiner Seite geblieben, egal was passiert ist. Und du machst das immer noch für mich. Du bist der Einzige, der meine Vergangenheit kennt und, ja, der weiß, wie ich in der Vergangenheit war und mein wirkliches Ich kennt, Shuichi. Ich verstehe. Wir müssen wohl sehr eng miteinander verbunden sein in ihrer Fantasie. Wenn ich dich nicht in meinem Leben hätte... Probably be in a gutter. Also bin ich wahrscheinlich in... Rinne? Dachrinne? Gosse? Ach so, Gosse.
ja, wenn ich dich nicht in mein Leben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in der Gosse oder so. Du bist der Grund, warum ich mit erhobenem Haupt behaupten kann, dass ich die ultimative Erfinderin bin. Und so möchte ich dir danken. Aber du sagst, du brauchst meine Erfindungen nicht. Deswegen habe ich sie benutzt, um Menschen zu helfen. Also, ich habe nichts anderes, was ich dir sonst noch bieten kann, um dir meinen Dank auszusprechen. Also, um dir zu danken. Außer natürlich mich selbst. Mio stotterte ihre Sätze heraus, halb gesprochen. Ihr Gesicht war kirschrot. Oh, das ist schon irgendwie süß. Nun, das ist nur eine Entschuldigung. Was ich wirklich möchte ist... dein... dein Baby. Oh Gott. Warum lache ich? Ich verstehe es nicht. Es ist irgendwie lustig und süß gleichzeitig. Weil ich... vor allem bei Mio habe ich nicht damit gerechnet. Du möchtest mein Kind? Nun... ist klar, Musik ändert sich. Was zur Hölle ist so schwer daran zu verstehen? Gott, das ist doch verfickt nochmal peinlich. Mit meiner Schönheit, meinem Hirn und meinem Talent und deiner gewinnenden Persönlichkeit. Warum? Das ist das Rezept für das perfekte Kind. Das Beste von beiden Welten, Baby. Education. Ja, Ausbildung, okay. Wir werden dem Kind die richtige Ausbildung geben. Ich werde es erfinden lassen, was auch immer. Ja, ja, was auch immer. Und werde es fürs Leben vorbereiten. Was ist denn? Willst du etwa meine perfekten Pläne für die Zukunft ruinieren? Oder ist es... Sie redet ziemlich leise, weil die Musik so laut ist, aber... ja, es war Sprachausgabe. Möchtest du diese Zukunft nicht mit mir? Ist das, wie sie wirklich fühlt? Was zum Henker? Ich will's mit Kaede sehen. Das ist so unfair. Das ist so gottverdammt unfair. Entwickler. Mann. Ja, das kenne ich schon. Ist mir egal, ihr Bärchen. Mit Mio. Ich hoffe, ein verrückter, wilder Traum. Ja. Ach. Du
Scheiße. What the fuck? Ich meine, ja, ich würde sie nicht aus dem Bett schubsen. Aber warum nicht du? Warum nicht du? Entwickler. Ich könnte Ficken ins Mikro reißen. Bäh. Ja, toll, ich habe mein Mikro angesabbert. Vor allem nicht angesabbert, ich hab's ins Maul gesteckt. Wie? Pfui, Däfe. Naja. Mit Mius. Katzin. Bäh. Jetzt habe ich Haare auf der Zunge. Geht. Verabschiede ich mich. Das war Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.